Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu Vlog 153, glaube ich. Viel Spaß dabei! Jetzt bei Vlog 153, das rennt das Jahr. Ich bin immer das Schlimmste, ist in der Molkerei. Wir haben ja unsere Chargennummern mit dem fortlaufenden Tag des Jahres, enthält es. Ja. Und wenn du dann siehst, wie das als weitergeht, jeden Tag ein bisschen näher ans Jahresende, dann denkst du dir, alles schwierig, was hast du das Jahr wieder gemacht? Eigentlich nichts. Eigentlich hast du nichts gemacht. Nee, stimmt nicht, aber es ist immer erschreckend, wie schnell das doch dann rennt und wie wenig. Super. Muss der Mist jetzt da runterfliegen. Wie wenig ich doch dann draußen bin und wie viel in der Molkerei. Ja. Es fängt heute erst am Dienstag an, die Woche, irgendwie bei mir. Weil gestern bin ich nicht zum Filmen gekommen. Eigentlich haben wir nicht viel gemacht, aber irgendwie auch doch. Ich weiß es nicht. So, die Büroarbeit ist halt immer schwierig. Und Steffi macht ja sowas. Nur heute haben wir für die Kühe den Aktivtag, weil wir Klauenpflege haben. Da schauen wir später auf jeden Fall auch noch hin. Und ich habe jetzt noch keine Sekunde getrieben. Das ist echt krass. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Was ich euch erzählen wollte, ist von gestern Abend. Und zwar waren wir da, ich weiß den Titel nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall in so einem Forum mit drin, online, das mit der Frau Glöckner war, mit der Marlene Mordler und ich weiß gar nicht, wer noch alles, Christine Schneider, um nur ein paar Namen zu nennen, also eigentlich so ein paar Hochkaräter aus der Landwirtschaft, das BMEL war dabei, da ging es darum, um Field to Fork, glaube ich. Also vom Acker bis auf die Gabel. Unter anderem ging es auch um die Ernährungssicherheit, ja. Aber das wurde nur ganz kurz angerissen und wir sehen das nicht auf Deutschland untergebrochen, dass wir uns in Deutschland unabhängiger von Importen machen. Nee, wir sehen das auf Europa. Also, die Quintessenz dieses ganzen Gesprächs für mich war, dass es eigentlich wurscht ist, wie es der deutschen Landwirtschaft so ein bisschen geht. Also die Einzige, die da in diese Richtung geschossen hat, ist die Frau Mordler, die dann sagt, wir brauchen halt Planungssicherheiten für die, die bauen und die Ställe bauen. Aktuell, muss man es ganz einfach sagen, kann man es gar nicht raten, da zu investieren, weil sich die Verordnungen und die Gesetze so schnell ändern, dass du eigentlich null Planungssicherheit hast. Ja, jetzt sag mal, jetzt sagen viele nicht, dass da dann schon sind, ja, 15 Jahre oder was dann 15 Jahre Planungssicherheit haben wollen. Die Industrie hat es auch nicht. Du bist aber im Lebensmittelsektor oder in der Lebensmittelproduktion so in einem Pfennigfuchsergeschäft, dass du keine 100% Gewinnaufschläge hast, sondern wenn wir irgendwo mal 30% Gewinn ausweisen das Jahr, Umsatz zu Gewinn, dann sind wir gut. Dann sind wir sehr gut. Und ich glaube, es hat sich in den vergangenen Jahren, glaube ich, nicht so dargestellt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also von dem her ist es gar nicht so einfach, ist es gar nicht so einfach, dann zu sagen, ja, wir machen dann nur Sachen, die sich in 2 oder 3 Jahren harmonisiert haben, wie es die Industrie halt macht. Das können wir leider nicht, weil wir arbeiten ja immer noch
mit dem Wetter zu großen Teilen und wo wir nicht mit dem Wetter arbeiten, das wollen wir schon wieder nicht mehr so. Also es heißt Gewächshäusler oder große Gewächshäuser. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann mal darüber einig sein, was wir wollen. Wollen wir nur abhängig sein vom Ausland oder wollen wir das, was da drüben am Acker produziert wird, beziehungsweise was in dem Stall hier produziert wird, zeig's euch, was hier produziert wird. Wollen wir das haben oder wollen wir das mit Verordnungen und allem ersticken und importieren? Weil wir reden zwar immer wir importieren das halt einfach und wir dürfen keinen Markt bevorteilen, aber ist es wirklich so, dass wir in der deutschen Landwirtschaft schlechter sind als die EU? Also wir müssen uns an europäische Gesetze halten. Ich glaube es nämlich nicht. Die Deutschen haben ein Problem. Die satteln noch oben drauf und oben drauf und oben drauf. Und damit bist du eigentlich nicht mehr in der Lage, so zu produzieren, dass es für den Verbraucher gut ist, sondern du musst eigentlich nur noch gucken, dass ein bisschen was runterkommt. Wir sehen es ja jetzt halt schon, oder wir werden es nächstes Jahr sehen, wo unsere Erträge hinwandern bei den aktuellen Düngerpreisen. Und wenn ich sehe, wo der Spotmarktpreis für Strom hinwandert, dann ist das ja für uns jetzt erstmal gut. Für die für die Biogas, aber nicht für den Rest. Es bleibt spannend und das Telefon schellt. Also, dann bis später. So, wenn die rote Prinzessin mit meinem Teleskoplader kollidiert, dann kann ich schon mal so ausgucken, ne? Und meine Hand kann auch Lieder von singen, weil ich es irgendwie versucht habe runterzumachen. Und dann ist es abgerissen und mir in die Hand rein. Super. Jetzt wollen wir das mal ein wenig zurecht dengeln. Aber nur Blechschaden. Insofern kein Problem. Jetzt brauchen wir bloß was zum Dengeln. Wo haben wir denn unseren Schnieken? Feistel. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ah. Sauber aufgeräumt. Im Michael-Regal und stell das Telefon schon wieder. Was machen wir da noch auf Dauer? So, wartet mal. Also, bis gleich. Einmal frei. Ich will noch was zeigen. Und zwar, wir haben jetzt eine gewisse Optimierung am Teleskoplader vorgenommen. Dass man das Gaspedal, dass die Feder nicht mehr so viel Spannung hat. Ne? Haben wir das Gaspedal, Innenspedal, meine ich. Schaut, das ist das Problem da dran. Da ist dieses Stück Feder abgerissen. Das muss ich jetzt ja halt wieder hin, Flickschuss dann. Schau mal, seht ihr da was? Müsst ihr das sehen. Eigentlich kein Riesenstress, aber du musst das halt wieder machen, ne?
Vielleicht können wir auch da nur ein bisschen aufschrauben. Und uns da noch so viel Raum verschaffen, dass wir die Feder wieder komplett aushängen können, sauber verbiegen und dann wieder einhängen. Ich weiß, Federn sollte man eigentlich nicht nachbiegen, aber ganz ehrlich, wenn es geht, dann machen wir das. Nein, heute müssen wir gleich auch noch Schokoeis noch ansetzen. Unbedingt, da nehme ich auch mit. Glaube ich. Meine, die geheimen Sachen, die. Wo hat es denn die Feder hingeschossen? Ach, da oben noch. Jetzt müssen wir aufgeregt, ist sofort raus. Echt jetzt? Ach du Scheiße. Das ist die Feder. Ich glaube, wir haben die Feder schon mal so verbogen. Und auch das letzte Mal haben wir auch schon so geflucht, weil wir trotzdem die ganzen Schrauben da rausmachen hat müssen. Ich weiß manchmal nicht, was man macht, wenn man sich nicht ein bisschen selber helfen kann. Ich glaube, wenn du für jeden Scheiß einen Techniker brauchst, dann kannst du ja aufhängen, glaube ich. Und zugeben muss man es ja auch, so ein bisschen reparieren. Hat noch keinem geschadet, oder? Also, da liegt doch die ganze Problematik schon. Das müssen wir jetzt rausmachen. Oder wir schaffen es hier, das akut so zu verbiegen, dass wir es einhängen können. Wir machen zweiteres. Auf die Gefahr hin, dass die Hand dann wieder genauso ausschaut wie beim Blech. Egal. Ey, das dieser Hofmanufaktur-Vlog, so habe ich ja jetzt das ein wenig getauft, weil es wird ja trotzdem immer mehr, was wir mit der Hand herstellen. Mutiert zum Bastel-Reparatur-Vlog, kann das sein? Ihr habt übrigens immer noch nicht bekannt gegeben, was ihr gerne zum 10.000. Abonnenten hättet. Was für ein Spezial. Oder ist euch das, was ich mache, schon spezial genug? Schau, gell. Schaut euch das an. Das kriegen wir vielleicht auch noch so hin, oder wie? Thank you.
Ich glaube, wir haben beide Seiten schon mal gebogen. Also. Machen wir da weiter. Das geht schon. Muss gehen. Das Problem ist immer, du kannst den Wechsel backen. Wahnsinnig. Ich glaube, ich zeige es einnehmen. Bis dann. So, jetzt habe ich vergessen, die Kamera einzuschalten. Aber ich glaube, wir lassen den mal drauf liegen. Guten Morgen zusammen. Jetzt war ein paar Tage Funkstille. Wir haben jetzt Freitag. Ich zeige euch mal was. Funkstille deshalb, weil ich flach gelegen bin. Ich habe wahrscheinlich zu viel Käse gegessen. Also, weil daran kann es nicht liegen. Warm ist es noch. Was heißt warm ist es? Nee, ist nicht warm, aber. So, mal gucken, was da fehlt. Eier fehlen. Oh, Taschen fehlen. Lätzchen sind noch da. Hunditassen! Alter, ich habe gestern. Der geht ja noch, ne? Feurige Butterkäse mit Chili. Ich muss euch ein Bild einblenden. Die Anne hat da ein bisschen, ich glaube, ein bisschen übertrieben, aber saugeil. Ich glaube, der Käse, ich sag's euch, der brennt wie Hölle. Ich glaube, das ist richtig. Steffis Höllenkäse. Das wäre der richtige Titel, glaube ich, für den Käse. So, wir müssen schnell rüber. Du! Hopp, komm! Komm, geh mit! Darfst du wegen Nei? Hopp, komm, auf geht's! Darfst du wegen Nei, der Hund? So. Schätzchen, tschüss! Also, bis gleich in der Molkerei. So, ich bin wieder in der Molkerei. Alter, und es schellt das Telefon schon wieder. So, jetzt hat. Jetzt muss der Käse schwitzen. Und das macht er auch schon. Wir haben ja, ich habe eigentlich gedacht, ich nehme euch zum Käsen mit, aber irgendwie habe ich keine Zeit gehabt. Und wir haben den schon abgefüllt. Und jetzt müssen wir nur noch wenden hier. Erik!
Ich brauche einen Edelstahlmagneten. Irgendwie sowas brauche ich mal. So, jetzt müssen wir auf. So machen wir das. Geht das? Den Käse an, total geil. Und jetzt fragt ihr euch, warum viereckige Formen? Wir haben die viereckigen Formen gebraucht, ich glaube 30 Jahre alt, aus einer großen Käserei geholt. Und ich finde eigentlich eine bessere Nutzung als das gibt es eigentlich gar nicht. Alte Edelstahlformen, die leben halt auch noch. Ich glaube, die überleben mich und meinen intensiven Nutzungsstil. So, das ist der geheime Trick. Der Käse muss nämlich schwitzen. Das ist Butterkäse wieder. Und von unten ist praktisch die warme Molke noch und von oben decken wir es zu, dass die Wärme raus kann, die Lüftung, alles ist aus und dann kann der da schön weiter vor sich hinschwitzen und wir machen mega Käse, also dann bis gleich. So, wir sind gerade noch dabei, den Mais, die Stoppeln noch ein wenig zu bearbeiten. Mein Neffe hat schon gemulcht und jetzt hat Grubber da. Da müssen wir noch eine Feinjustage machen, glaube ich, weil der steht ein bisschen stark auf Griff und da machen wir erstmal so ein bisschen seicht. Ja, aber so sieht es schon ganz gut aus. Ne? Extrem viel Feinerde, da können wir direkt sehen. Da sehen wir jetzt Grüntrocken drauf und nehmen wir den nächstes Jahr mit runter auf jeden Fall. Genau. Dass da was geht. Da hinten unsere PV-Anlage, beziehungsweise eine unserer PV-Anlagen. Da hinten pfeift unser BRKW hier. Und der Fred, der dort überlappen. Heieiei. Muss ich gleich mal sagen. Also.
wenn man es so von unten filmt, dann schauen ja die kleinen Schlepper, also wie unsere einer ist, gleich viel größer aus. So, wenn ich es so richtig sehe, muss ich mal rasieren, glaube ich. So. Und jetzt kann man unten mal gucken, na, das ist geschlägelt. Schau, und du siehst ja trotzdem, ich meine, das ist nicht alles verhauen, Dad. Wenn wir das jetzt noch nicht so belassen würden, dann würden die Regenwürmer das Zusammenziehen schon anfangen. So. Ah, kriege ich dann die Drohne nochmal hoch? Mal gucken, muss ich mir schicken, ha? Ich muss den Stall auch noch. Dann guckt es ein bisschen nach was aus. Also, bis gleich. Hey, du bist auf der falschen Seite vom Zaun, du Dussi, ohne Scheiß. Wir haben einen, die büchst jeden Tag aus. Ja, nein, die ist zu klein für eine Kalbin. Ja, weißt du was, dann soll ich den Kompost mit reinlegen. Ich habe jetzt halt keinen Bock mehr. Es ist unglaublich. Schau die an, als wie wenn sie steffert. Wurscht. Naja. Ich am Schlepper. Nix arbeiten. Hinten dran das Güllefass. Fahren wir jetzt Gülle im Oktober. Also auf jeden Fall ist es ein mega Clickbait-Titel. Habe ich das richtig ausgesprochen? ja, wir fahren auf dem Acker. Aber keine Gülle. Und zwar haben wir durch das, dass wir ja Stall gebaut haben und da ein wenig was an der Verrohrung geändert haben und die große Grube unten ja jetzt haben, haben wir oben eine Grube, in die nur noch Niederschlagswasser von der Silofläche reingeht. Und das fahre ich jetzt. Aber nichtsdestotrotz, also weil wir da üben unser Hof und hier unser Acker, da kommt jetzt dann gleich Grünrocken drauf. Vorteil ist halt, es ist draußen, es ist günstig draußen und wir haben keinen Stress, dass es zu knapp wird, weil wir könnten theoretisch in die Grube auch noch Gülle fahren. Und wenn es dann keep wird, dann brauchen wir die auch. Aber ja, man weiß es ja nicht. Deswegen schauen wir, dass die leer ist. Und fahren da jetzt noch schön zu Ende. Und irgendwie macht es mir auch mal wieder Spaß, dass ich das mal sage. Unglaublich. Ja, ist halt Mai. Man darf sich nichts vormachen, es ist teures Niederschlagswasser, ne? Beziehungsweise teures Ausbringen dafür, dass keine Nährstoffe drin sind. Aber irgendwas musst du damit machen. Also, ich war auf jeden Fall, ich muss heute noch die Drohne mal hochbringen. Unbedingt. Unbedingt. So, also. Jetzt mache ich schnell Mittag und danach geht's weiter mit Gruppe. Habt ihr ja gestern schon gesehen? Mein Neffe mit 11? Ist das nicht 11? Ja, 11 ist der. Grubbert und grubbert und grubbert wie ein alter. Saugeil. Also, dann bis gleich. Ach so, ich habe jetzt Güllefass noch so vom Außen ein bisschen. Also ich will euch dann auf jeden Fall im Acker mal die Funktion noch ein wenig zeigen. Wir haben da ein rechtes Oldschool-Terminal. Der Band regt sich ja jedes Mal drüber auf, wenn er fahren muss. Das da ist, wie schon drin steht, passiv. Nee, das war mal für ein 24 Meter Schleppschlauchgestänge. Und wir haben das ja umgebaut auf unseren Bommich-Verteiler. Und haben im Endeffekt hier solche Sachen wie aus und ein. Dann ist hier Licht. Dann haben wir eine hydraulische Deichsel. Das ist eigentlich ziemlich cool,
weil du an unterschiedliche Andockstationen da immer hinkommst, ohne Stress. Da es ein Vakuumfass ist, saugen, drücken, dann klappen wir damit unseren Bommich nach unten, hier ein und aus, hier die Rodercuts an. Dann haben wir einen Turbobefüller dran mit, boah, was bringt der, 7 Kubik die Minute oder so. Also wenn du da an eine volle Grube hinfährst, dann kann es auch mal sein, dass nach eineinhalb Minuten das Fass voll ist. Also von dem her macht es schon echt Spaß, weil der dann von der Grube was kommt und der eigentlich nur wegfördern muss. Deswegen kommt da ziemlich Leistung dann. Genau, und dann haben wir noch was, warum ich damals das Fass eigentlich gekauft habe. Und zwar eine Reifenregeldruckanlage. Ich habe es ja schon mal gesagt und ich sage das auch immer wieder, ich bin da total der Fan von, weil du fährst auf der Straße mit irgendwo 4 Bar und auf dem Acker gehst du her und ziehst es da, komplett runter auf, wenn es mal hart auf hart kommt, auf 0,8 Bar und dann läuft es wirklich über alles drüber. Und es macht mehr Probleme mit dem Schlepper irgendwo drüber zu fahren, als mit dem Fass dann hinten. Also wenn du merkst, der Schlepper sackt ein, dann kannst du immer noch rückwärts raus. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt und muss ich sagen, das funktioniert echt gut. So, und die müssen wir auch mal irgendwann wieder einbauen, unsere Güllekanone da. Also, dann Mittagessen. So, wie es immer so ist, ist die Drohne natürlich noch nicht oben gewesen. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, was da immer so schwer ist, aber jetzt war wieder, jetzt muss ich den Käse noch raus aus dem Salzbad. Ja, das ist ja, das ist wichtiger als die Drohne, weil sonst schmeckt der Käse nicht. Beziehungsweise ist der Käse zu salzig. So. Wenn wir jetzt noch ein Fässchen ausbringen, dann nehme ich euch da nochmal komplett mit. So, wir schauen, ob wir da noch was rauskriegen. Weil je tiefer das es wird, desto schwieriger wird es mit dem Vakuumfass, ne? Das ist ja auch klar. So, der Fred ist schon im Vorlauf und kann schon gar nicht erwarten. Also, dann bis gleich. So, passt auf. Guten Morgen. Es ist frisch. Ja, Hündchen. Hundi. Ja, Hundi. Hey, Hundi. Was ist da los? Guten Morgen, Hund. So, jetzt checken wir erstmal unseren roten Freund. So, heute ist Sonntag früh. Und Sonntag streuen wir ganz oft ein. Weil erstens kommen die Leute und zweitens der Kompost ist schon relativ schwer wieder. Also die Kühe sind eigentlich noch sauber. Schaut sich an. Aber ich finde, wenn der anfängt so schwer zu werden, dann ist es eigentlich höchste Eisenbahn und wir streuen ein. Das ist so ein bisschen die... Ja, ist schon auf Rot. Das ist so ein bisschen meine... Was fehlt dem? Ach so, Rapsschrot. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Meine Theorie und meine bisherige Praxiserfahrung. Weil da muss man gar nicht so warten, bis der an den Kühen klebt. Und ja.
und mache da einfach mal neu rein. So, frisch ist es. Na Hund, frisch ist es. So, spring die Sau an. Freilich, Dede springt fast immer an. So, ich muss mir jetzt echt noch. Ich muss echt noch mal bald die Scheibe holen, ey. Für den Steier. Sonst macht das keinen Spaß. Und Laufhof müssen wir immer noch händisch abschieben, weil die gnädigen Herren von der roten Geldabnahmefirma immer noch nicht, sich immer noch keine Gedanken darüber gemacht haben, wie sie jetzt den Laufhof mal sinnig integrieren. Mal schauen, wer die längeren Nerven hat. Das ist ja auch immer so, wenn du da mal drum bittest, dass dich jemand zurückruft, wenn du eine Rechnung bekommst. Jetzt warten wir halt mal ab, wie lang das Spiel so geht. Und dann sehen wir es. So, ist eigentlich schlimm, wenn ich solche, wie nennt man es? Clickbait-Titel mache? Ach ja. Wer sich jetzt darüber aufregt, über irgendwas muss man sich aufregen. Das macht ja gar keinen Sinn. So, delay. Also, jetzt haben wir schnell den Rapschau rein. Und dann. So, die Scheibe ist noch so ein bisschen. Ja, hopp. Hier kriegt man klare Sicht. Ja? Also, wie immer, ja, wenn euch die Videos taugen, dann abonniert den Kanal! So, jetzt dürfte auch jeder, der über die Zeit eingeschlafen ist, wieder wach sein. Genau. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben jetzt unsere Hühnermischung umgestellt, ob man es im Geschmack mag. Wir sind weg vom Mais, weil wir ja selber keinen Mais fürs Dreschen anbauen. Und haben jetzt da eine bisschen Änderung in Richtung Wintergast gemacht. Das ist nicht viel, aber ja, wir testen mal. Also die Hähner fressen unverändert, insofern mal gucken. Schlimmer zukauft, aber immer so Big Big weiß jetzt, weil du brauchst ja auch nicht so viel, wir haben ja nicht so viele Hennen. Und jetzt sind wir da halt weg davon. Und jetzt mal gucken, ob man da überhaupt was merkt. Genau. Und jetzt ist noch sowas, und zwar
weiß jemand, schreibt es mal ruhig in die Kommentare rein, wie man Papier und Kartonagen vorgepresst, vielleicht sogar nicht wertneutral, sondern dass man auch ein bisschen Kohle dafür kriegt, dass man das entsorgen kann. Wisst ihr das? Weil Papier ist doch eigentlich jetzt schon Wertstoff, oder? Also ich habe mal irgendwas gehört, aber ich kann mich auch schwer täuschen. Also wir haben hinten jetzt durch die Molkerei halt schon ein bisschen Pappe gesammelt. Wir verpressen die ja selber. Und alles, was wir halt nicht im Online-Shop brauchen, zum Schützen, tun wir im Endeffekt, oder müssen wir das dann wegtun? Irgendwann mal, weil brauchen wir hinten wieder Platz. Genau. Also wenn da jemand einen Tipp hat für mich, dann haut's gerne mal raus. Aber da treffe ich da heute noch. Sag mal, was ist denn los? Wir haben da ein bisschen, wie würde ich sagen, so, hier rüber, knapp gebaut, wie immer. Und deswegen muss ich jetzt, wir haben die Schaufelbreite und 5 cm links und rechts genommen, glaube ich, irgendwie so. Nee, ich weiß nicht, schon ein bisschen mehr ist es, aber du kommst natürlich auch nicht so tolle hin. Und wenn ich es heute nochmal, Mai, das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass je höher dass der Kran wird, ja, also man muss da schon sehr aufpassen, jetzt ist der Tele auch kein kleiner. Das ist wahrscheinlich auch nicht das, was der Norm Rinderhalter hat, so einen Tele, der normal fürs Biogas füllen ist halt, ne, von der Größe her, weil das ist so ein 13 Tonnen Leergewicht, glaube ich, hat unser 10, hier müssen wir DG Samson 7010 googeln. Samsung 7010 und der heißt, glaube ich, ja genau, also das ist die Agrimax Version, vorher hieß der Samsung. Der 13 Tonnen Leergewicht hebt 7 Tonnen und kann es auf 10 Meter heben. Also deswegen ist es vielleicht auch deswegen so knapp und meine Schaufel ist halt so eine 3,5 Kubik Schaufel und die muss halt dann auch irgendwo dazwischen passen, ja. Aber mei, so ist es halt. Man kann nicht alles haben und man kann aber auch an jedem Scheiß rummeckern, ja, und mäkeln. Dann wird es aber auch nicht besser. So, der läuft wieder und irgendwie scheint mir so, als bräuchte ich noch eine Jacke oder so. Ich weiß auch nicht. Also, dann, bis gleich. So, wisst ihr, was das Beste ist? Wenn der Fahrer einen Schlepper auf Gruppe vorhin hatte. Warte. Am Tag vorher. Und dann. Und auf denkt man, warum gehen die Klappe nicht zu? War da noch Streuselkuchen? Nicht mehr geil. Aber nicht, dass man den Fahrer den selber weg, ne? Aber? Mit dir. So, jetzt fressen wir schnell. Und die Ladies. Sind da drüben schon. Ich fresse aus dem Grund, wenn ich jetzt mit dem Dreck verteile. Boah, ich hab den Kurs noch voller Streusel. Ende in Sicht. Sag mal, Entschuldigung. Feier halt die frische Scheiße, die Arbeit mal ein und dann fahre ich da schöner. So, und dann wird's auch schön. So, also dann sag mal. So, Moment. Also. Das Beste ist sonntags morgens.
Michelbach ist wach. Komm weiter jetzt da! Unsere Kühe. Die haben so eine. So ein Timing. 2 Zentimeter vom Schlepper. 2 Zentimeter vom Schlepper bringen die ihren Arsch weg. Also, dann bis gleich. Krass, das zieht, ey. Das ist saugeil. So, mal schnell festbinden da. Bunten. So, also jetzt Feuer frei. We'll be right back.
quasi ein kurzes Intermezzo von unseren beiden Kühlis. Ich stelle euch jetzt dann irgendwo da hoch und mache eine Zeitraffer und schaue, wie die sich alles schön ver... Sag mal, das gibt's doch nicht. Macht die immer das Tor dazu, die Lusch? Weil es neben der anderen nicht stehe. Naja, dumm ist nicht. Also, ich mache einen Zeitraffer und mit den Worten verabschiede ich mich aus dem Vlog. Und bis morgen, viel Spaß!